Mit Trikestra sind das Stegreiforchester, die JNP und das DSO einen künstlerischen Prozess eingegangen, der neuartige ästhetische Erfahrungen und Konzerterlebnisse ermöglicht. Also das Konzept, das ist aus den Bedingungen entstanden, die sich uns gestellt haben. Und es war klar, wir sind drei Orchester, die räumlich separiert voneinander sind und auch in sich nochmal räumlich separiert. 360 Grad ist einfach ein cooles Feature, um mal bei dem einen oder bei dem anderen nah ranzugehen. Genauso wie ich beim Bild auch nah rangehe und mir irgendwie das Gesicht oder die Kleidung oder den Hintergrund von einem Porträt anschaue. And be ready for the second clap. 4, 3, 2, 1. Take your instrument again and make you ready to play and enjoy the music. And give your whole presence to the direction of the camera. Ich habe mir diesen Satz angehört und dachte, okay, das ist tatsächlich irgendwie, es entsteht irgendwie was Fröhliches, es entsteht irgendwie eine Zusammenkunft von irgendwas. Und dem möchte ich am Schluss irgendwie noch mehr Raum geben. Das bedeutet, die ersten ca. 200 Takte sind ganz original. Und am Schluss gibt es im Prinzip wie so eine 32-taktige Improvisation, wo man so einen freien Lauf geben kann. Die Audiodatei, die wir hatten, öfters angehört mit dem Ablaufsplan, um zu gucken, dass ich alles verstehe. Und ja, dann bin ich in den Proberaum gegangen und habe das dann aufgenommen. Mir das Beste rausgesucht. Und jetzt irgendwie so nicht so verkopft jetzt improvisieren, sondern jetzt kann ich einfach frei spielen, wissen, was spaßig ist, ganz am Ende, irgendwie kurz bevor Schluss. Und genau, deshalb wollte ich das auch nicht irgendwie mehrmals aufnehmen, sondern einfach einmal. Natürlich eine Aufnahme ist auch nicht wirklich live mit den anderen Musikern, ein Live-Gefühl hat. Und haben die dann mit dem Klatschen vom Jury, von dem Audio-File vorne und hinten synchronisiert? Und daraus haben wir dann 70 bis 80 Videofiles für den Lukas rausgerendert und 70 bis 80 Tonspuren für den Vanya. Ja, also das Ganze hat damit angefangen, dass ich eine ganze Menge Audiodateien bekommen habe, recht viel editieren müssen hierbei, was einfach damit zu tun hat, dass wir ein Stück für ein Orchester haben, aber Musiker, die alle für sich spielen, die zwar irgendwie eine Art Guide-Spur im Ohr haben, an die sie sich halten können. Wenn man sich filmt und das dann online stellt, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, die bei mir viele Ideen haben sprudeln lassen. Also es bietet ganz tolle Möglichkeiten, die im realen Leben gar nicht möglich sind. Rethinking the virtual space as a overall potential real a scenario, a scenography of the piece. That's why probably I start to think about how a concert location could look like if we have to really move everyone into a digital environment. Realistic results with digital nature. So I have to play with this kind of bipolar feeling of underwater, dead forest, colorful background, shiny elements. So looking for some kind of aesthetics that you don't know if you're kind of in space, in the middle of people. Die klangliche Herausforderung besteht darin, dass es so viele, so unterschiedliche Audioclips sind, die dort zusammengekommen sind. Und hier ist das so ein Proben für sich, dann ein Aufnehmen und ein paar Wochen später sieht man, was daraus wird, was dann auch ein ganz ähnliches Glücksgefühl auslöst wie bei einem Konzert, aber die Abläufe sind ganz anders. Wie soll ich sagen, der Zusammenspielfaktor Nummer eins ist nicht da, nämlich das gemeinsame Spiel in einem Raum. Es ist immer ein Prozess von Hören und sein eigenes Wiedergeben. Was mir sehr fehlt, ist einfach das Miteinanderspielen. Den Link zu unserem 360-Grad-Video findet ihr hier unter dem Making-of. Mit Trikestra geht es Ende Mai digital mit dem ersten Trikestra-Trialog und Leon Weber weiter. Und hoffentlich dann auch bald live mit euch.